Ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Friedrich Merz. Nachdem die Ampelkoalition nun zusammengebrochen ist und Lindner rausgeschmissen wurde, sieht so aus, als könnte es Neuwahlen geben im Frühjahr nächsten Jahres. Und da liegt Friedrich Merz gut an, der neue Bundeskanzler zu werden. Und deswegen glaube ich, ist ziemlich wichtig, sich mal Friedrich Merz etwas genauer anzugucken. Und ich mache dazu vielleicht noch mehrere Videos. Hier haben wir Friedrich Merz bei einer Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg, wo er natürlich über die Ampelkoalition schimpft und erzählt, was die CDU/CSU alles besser machen wird, wenn sie denn an die Regierung kommt. Ein Vorschlag ist, Geld von den privaten Haushalten zu nehmen, beziehungsweise von den privaten Spar- und Girokonten. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann werden wir dabei nicht immer nur auf öffentliche Kassen schauen und ständig darüber reden, dass die Schuldenbremse aufgehoben werden muss. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, diese Regierung macht zurzeit in zwei Haushaltsjahren, 2024 und 2025, mit Schuldenbremse 100 Milliarden Euro Schulden mehr. Und die Nachrichten über die zurückgehende Konjunktur haben gleich die Regierung wieder auf den Plan gerufen, das wäre ganz schön, dann könnte man ja noch ein paar Schulden mehr machen. Je schlechter die Konjunktur, je mehr Schulden. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten denen in der Koalition nachgegeben, die die Aufhebung der Schuldenbremse gefordert hätten, und wir hätten heute am Tag keine Schuldenbremse. Diese Regierung wäre außer Rand und Band mit dem Geld ausgeben. Nein. Das ist insoweit richtig, was er sagt. Die Ampelkoalition hätte gerne die Schuldenbremse aufgehoben und noch mehr Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, für was alles, für Rüstung und irgendwelche grünen Klimaprojekte und so weiter und so weiter. Ob wir dabei Geld für die Krankenhäuser ausgegeben hätten oder für Infrastruktur, neue Straßen, Brücken und so weiter, das ist noch die gute Frage. Aber da stellt sich auch die Frage, ob das die CDU/CSU machen wird. Sind auch Treuhänder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland, die uns ihr Geld anvertrauen und die einen Anspruch darauf haben, dass wir damit solide und seriös umgehen. Und dann wird es gar nicht anders gehen. Dann wird es gar nicht anders gehen, dass wir in der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur öffentliche Mittel, ja, selbstverständlich, weiter nutzen. Nutzerfinanzierung, selbstverständlich, weitermachen. Aber dann auch privates Kapital zur Verfügung stellen, dass die Infrastruktur in Deutschland ausgebaut werden kann. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Auf den deutschen Konten, Sparkonten und laufenden Girokonten liegen 2,8 Billionen Euro. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir wären in der Lage, davon nur 10% zu mobilisieren mit einem vernünftigen Zinssatz für die öffentliche Infrastruktur in Deutschland, für den Ausbau dessen, was wir in der Bildung, im öffentlichen Sektor, in der gesamten Infrastruktur unseres Landes brauchen. Es fehlt uns nicht an Kapital. Es fehlt uns an den vernünftigen Instrumenten, dieses Kapital so zu mobilisieren, dass es einem gemeinsamen Zweck unseres Landes zugutekommt. Und andere Länder haben es gezeigt, dass es geht. Zeigen wir es auch, dass es in Deutschland geht, ohne noch mehr Schulden, ohne noch mehr Lasten für die junge Generation. Also Friedrich Merz sagt, auf den deutschen Girokonten und Sparkonten liegen 2,8 Billionen Euro. Und da sagt er, wir, das ist unser Geld. Das ist doch nicht das Geld der Allgemeinheit. Das ist das Geld von Privathaushalten, Firmen oder wem auch immer, Eigentümern von irgendwas, die das Geld beiseite gelegt haben, gespart haben. Wie auch immer, was sie damit machen werden, wollen und so weiter, das geht ja niemandem was an. Das ist versteuertes Geld, was da liegt. Das ist ja nicht unser Geld, also das Geld des Staates. Das hört sich ein bisschen nach Enteignung an und hört sich auch an nach Lastenausgleichsgesetz, was wir schon mal in Deutschland hatten.
Und jetzt werden viele sagen, nein, das stimmt ja nicht, alles Verschwörungstheorie, der Staat geht doch nicht an Privatkonten und hebt da einfach irgendwas ab oder wird da sich bedienen. Und dann kann man sagen, gut, der Staat wird das nicht morgen einkassieren, aber das Lastenausgleichsgesetz gibt es nun mal. Und das wurde auch vor kurzem noch geändert. Und zwar gibt es dazu einen Artikel der Wirtschaftsnachrichten. Machen wir das mal ein bisschen größer. So. Lastenausgleich 2024. Was heißt das und wer wird nun enteignet? Die deutschen Wirtschaftsnachrichten sind nicht dafür bekannt, eine großartige Verschwörungstheorie-Zeitung zu sein. Man könnte sagen, ja, etwas konservativ, ganz, ganz gewiss. Aber wir wollen den Artikel mal durchgehen. Ich habe hier ein paar Sachen markiert. Und jetzt mache ich das mal noch größer. So, also Lastenausgleich 2024. Wer wird nun enteignet? Und da lesen wir auf der ersten Seite in der Überschrift, müssen wir uns nun Sorgen um unser Erspartes machen? Dieser Artikel ist noch nicht furchtbar alt, der ist vom Ende Juni 2024, also von diesem Jahr. Angesichts der immer weiter wachsenden Schulden des deutschen Staates und sinkender Staatseinnahmen drängt sich eine wichtige Frage auf. Steht Deutschland möglicherweise vor einem neuen Lastenausgleich? Im Grunde genommen ist es eine Art Enteignung, bei der die Bürger eine bestimmte Summe zahlen müssen. Also da geht es um die Erklärung, was ist überhaupt ein Lastenausgleich und der Mechanismus, der dahinter wirkt. Etwas zur Vorgeschichte. Im Jahr 1952 wurde im Nachgang des Zweiten Weltkrieges und der Währungsreform von 1948 das Lastenausgleichsgesetz eingeführt, um den Opfern von Kriegsfolgen zu helfen. Insbesondere Hausbesitzer wurden damals zur Kasse gebeten und so weiter und so weiter. Könnte sich eine solche Situation wiederholen? Die Sorge vor Vermögensabgabe und einer erneuten Lastenausgleich geht um. Die Frage ist, ob es bereits rechtliche Grundlagen gibt, die eine solche Vermögensumverteilung ermöglichen. So, jetzt geht es hier etwas um die Staatsschulden. Gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes erreichte die Staatsverschuldung Ende des Jahres 2023 die erschreckende Summe von rund 2,445 Billionen Euro. Eine gigantische Zahl, und hier wird auch aufgeführt, was die Politik hier noch an Schulden aufnehmen will. Und dann geht es hier weiter in dem gelben Abschnitt. Warum wird eine hohe Staatsverschuldung mit der Bedrohung eines neuen Lastenausgleichsgesetzes assoziiert? Kurz gesagt, Privatvermögen ist das makroökonomische Gegenstück der Staatsschulden. Umso mehr die deutsche Staatsverschuldung steigt, umso größer wird das Risiko von direkten staatlichen Zugriffen auf das Vermögen der Bürger zum Schuldenabbau. Auf den Spuren des Lastenausgleichs. Die Idee eines Lastenausgleichs ist keineswegs neu. Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie, die Sprache ist natürlich hier von der Corona-Pandemie, im Frühjahr 2020 wurden Vorschläge diskutiert, um den finanziellen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen entgegenzuwirken. Damals veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine kurze Studie mit dem Titel Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie. Schöne Worte, schöne Titel können Sie sich mal ausdenken. Der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, sagte darauf, unsere Eltern und Großeltern haben schon mal eine Lösung finden müssen, die nannten wir Lastenausgleich. Darüber muss dann öffentlich geredet werden. Diese Idee fand bei der Linkspartei und bei den Grünen Anklang. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, betonte die Notwendigkeit eines fairen Lastenausgleichs, um die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter zu finanzieren. Es geht also nicht nur um die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, sondern auch um andere Kosten, wie zum Beispiel die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.
Bundesfinanzminister Christian Lindner antwortete im August 2023 in einem Bürgerdialog, dass die Befürchtungen eines Lastenausgleichs im Jahr 2024 unbegründet seien und betitelte sie als Fake News seitens der AfD. Gut, der Artikel ist schon etwas älter. Mittlerweile ist Christian Lindner nicht mehr Bundesfinanzminister, aber spielt keine Rolle. Die Diskussionen darum werden als Fake News bezeichnet, die natürlich von der AfD verbreitet worden sind. Und richtig ist, dass die AfD darauf hingewiesen hat. Und man tut das aber natürlich ab als Fake News und Verschwörungstheorien. Überraschenderweise beauftragte die Bundesregierung jedoch kurz darauf den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die rechtliche Zulässigkeit eines Vermögensausgleichs zu überprüfen. Aha, also man hatte die Idee doch irgendwie im Kopf und ließ dann mal den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gucken, was denn so machbar ist. Beunruhigend ist, dass das Ergebnis der Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes aus September 2022 eine weitreichende Interpretation offenbart. Die Untersuchung zeigt, dass letztlich der Gesetzgeber über die Gründe und die Legitimation einer Vermögensabgabe entscheidet. Sehr schön also, dann können die Politiker darüber entscheiden und man könnte da zum Beispiel nicht nur die Folgen der Pandemie, sondern auch Auswirkungen der Klimakrise oder den Konflikt in der Ukraine als Gründe anführen, um eine eventuelle Vermögensabgabe da zu begründen. Und dann wäre dann noch die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes, LAG, von 1952, die ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tritt, also die Änderung. Wenn die Regierung beschließt, eine Vermögensabgabe einzuführen, muss sie auch klar definieren, wofür das Geld verwendet wird. Und die Änderung, die dann eingeführt wurde, die bezieht sich darauf, dass man natürlich nicht mehr da stehen haben kann im Gesetz Kriegsopferfürsorge, denn dass die Corona-Pandemie oder die Flüchtlinge oder die Klimakrise keine Kriegsopferfürsorge ist, so wie das Gesetz mal ausgelegt war, das ist ja klar, deswegen musste man die Bezeichnung einfach ändern und hat jetzt geschrieben, soziale Entschädigung. Das Wort Kriegsopferfürsorge wurde durch soziale Entschädigung ersetzt. Die Änderung tritt ab dem 01.01.2024 in Kraft. So, das heißt, jetzt kann man also theoretisch auf das Vermögen zugreifen und kann, oder beziehungsweise der Bundestag, die Politiker können entscheiden, was da denn runterfallen soll. Denn das Wort soziale Entschädigung, das kann man auf so ziemlich alles anwenden, was es gibt. Man kann definieren, dass die Folgen der angeblichen Klimakrise soziale Entschädigungen notwendig machen. Corona sowieso, das ist ganz klar. Und man kann auch die ukrainischen Flüchtlinge, die Unterbringungskosten dafür und so weiter, kann man auch als sozial bezeichnen. Also deswegen ist da ein breiter Spielraum gegeben, wo die Politiker einfach das definieren können. Und wenn man sich sicher sein kann, dass die Politiker etwas können, dann ist es schöne, nette Formulierungen zu erfinden. Jetzt steht hier noch im fast letzten Absatz, fest steht, dass die Debatte um Vermögensabgaben und einen möglichen Lastenausgleich von Unsicherheit geprägt ist. Die geltenden Gesetze sind vielschichtig und lassen Raum für unterschiedliche Auslegungen. Verbraucher sollten wachsam bleiben, insbesondere im Hinblick auf Äußerungen aus sozialdemokratischen Kreisen. Gut, daran kann man natürlich sehen, dass die deutschen Wirtschaftsnachrichten eine ziemlich konservative Sichtweise haben, denn mittlerweile sind es nicht mehr nur sozialdemokratische Kreise, sondern es ist auch die CDU. Gut, das war der Artikel soweit. Ja, also dann werden wir mal sehen, was Friedrich Merz, wenn er als Bundeskanzler wirklich gewählt wird, da plötzlich für Ideen kriegt, um an die 2,8 Billionen Euro, die auf deutschen Sparkonten liegen, heranzukommen. Und wenn er da nur 10% von haben will, dann dreht sich's da, dann heißt es, das ist ganz schön viel Geld.
Und da sollten wir wirklich in Zukunft aufpassen, denn das sind nicht nur die Sozialdemokraten und die Grünen, die an das Geld wollen, was da einfach so schön rumliegt, sondern das ist jetzt auch die CDU und die CSU, die früher mal für ja, den Mittelstand gestanden haben, für die Leute, die wirklich Geld verdienen wollten, konnten, sollten. Das war mal das Klientel der CDU, aber mittlerweile ist man davon abgerückt. Friedrich Merz hat auch gesagt, man wollte jetzt die Partei der Arbeiter werden, denn die SPD erfüllt diese Aufgabe nicht, das ist richtig. Aber ob die gerade die CDU und speziell Friedrich Merz, der BlackRock-Mann, ob der geeignet ist, deutsche Arbeiter zu vertreten, die Klasse der Arbeiter und Angestellten, das ist nur wirklich die Frage, die im Raum steht. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall sollten wir schön aufpassen, ob nicht die CDU schon daran rumvorwerkelt, wie sie denn an unser Geld kommen kann, was auf unseren Giro- und Sparkonten liegt. Denn anscheinend geht Friedrich Merz davon aus, dass das so mehr oder weniger das Geld des Staates ist. Und jetzt muss man mal da ein bisschen zugreifen, denn es geht ja immerhin um eine gute Sache. Das muss ja jeder verstehen, oder? Was sagen Sie dazu? Schreiben Sie mal Ihre Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. In der Verantwortung, in der wir stehen, nicht für uns selbst. Wir machen das doch nicht wegen Ämtern und irgendwelchen Titeln. Wir machen das so, weil wir uns in der Verantwortung empfinden. Weil wir auf den Schultern derer stehen, die dieses Land aufgebaut haben. Was hätten denn...